Das hier ist eine alte Unteroffizierstube, habe ich mir sagen lassen. Von jemandem, der hier mal gedient hat. Und ja. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall mal um. Also dranbleiben. Das scheint die alte Küche gewesen zu sein. Sieht zumindest so aus, auf jeden Fall. Ein bisschen Wein gelagert wahrscheinlich. Scheint so, als wäre das hier die Bar. Ah, okay, ja genau, das hat mir auch der erzählt, der hier mal gedient hat. Der hat mir ja diesen Tipp hier gegeben. Hast du da ein bisschen runtergekommen? Aber ihr habt mir erzählt, dass hier eine Bar auch ist und dass hier des Öfteren mal gechillt und gefeiert haben, wie man sieht. Alter, pass bitte auf, wo du hinläufst, Mann. Sagte er und läuft auf ein Brett, wo unter voll viel Scherben sind. Super Vorbild. Gehen wir ins nächste Gebäude rein. Wir sind jetzt im dritten Gebäude. Das ist jetzt die normale Gebäude von den normalen Leuten. Von den normalen Soldaten, also keine Offizierssachen. Gehen wir direkt hier in den ersten Raum rein. Man sieht auch hier Vandalismus sehr, sehr groß, leider. Also sehr viel. Fenster wurden überall eingeschlagen, Sachen wurden rausgerissen. Berlin waren vorher mal da oben dran, das weiß ich. Und die sind halt alle jetzt weg. Alles runtergerissen. Ja, hier ist auch wieder eine kleine Abstellraum. Wie geht es wieder nach draußen sozusagen? Und das sind halt alles jetzt Räume, wo die Soldaten früher gehaust haben. Hier sieht man auch noch die Stubennummer, das hier ist jetzt die 18. Die ging schnell auf. Okay, hier sind wir im Badezimmer. Ah, das ist der Raum. Nee, bei dem habe ich mich immer gefragt, warum die Fenster vergittert sind. Aber bei keinem anderen. Und das hat mich immer gewundert. Hier sieht man nochmal wahrscheinlich eine Toilette mit einem abgebrannten. Ui, das sieht interessant aus. Das ist Raum Stube 10 oder Raum 10. Relativ dunkel, weil die hier, die Fenster sind halt eingeschlagen und da haben sie das halt verbarrikadiert mit Spanholzplatten. Da unten liegt eine Lampe, die kann man jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Oder irgendwas anderes aus Holz, aus selbem Holz.
Dieser Boden macht mich echt nicht glücklich, ne? Leute, so sieht es übrigens auch aus ohne Kamera, ne? Ja, ohne Licht. Scheiße dunkel. Wo war das hier nicht, dieses Heiratszimmer oder dieses Verratenzimmer? Ja. Hier, Feierhaus und Stube. Du konntest mit deiner Frau drin liegen oder mit deinem Mann. Die Tür ging nicht auf, ne? Die MOB-Kiste? Nee. Ist aber auch nichts drin gewesen, oder? Ah, hier sieht man nichts. Bin ich auf der Kamera. Das ist wärmer als letztes Mal. Kurz in die Richtung. In die Richtung. Boah, heilige Scheiße, ist das warm hier. Alter. Das ist ein schöner, warmer Dachboden hier, ey. Könnten Junkies liegen. Die würden unglücklich, ey. Oh Mann, letztes Mal war auch heller, ne? Scheißdreck hier. Ja. Also wir schwitzen jetzt schon uns die Hucke hier. Das geht ja gar nicht, ey. Wie lange sind wir jetzt hier drinnen? 6 Minuten ungefähr. Wir sind gerade mal 6 Minuten hier drinnen und schwitzen jetzt schon. Wie geht's wieder runter? Hier sind Klappen, Lüftungsschacht wahrscheinlich. Oh, ist das warm. Oh. Nächstes Mal sagen wir, dass ich ein Wechselshirt nehmen soll. Ne? Das ist warm. Ja, jetzt sind wir hier am Ende angelangt schon vom Dachboden. Jetzt schon wieder schräg da runter. Ja. Das war's auch schon mit dem Gebäude hier. Und schaltet wieder ein fürs nächste Gebäude. Lasst ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren. Und schaltet die Glocke ein, damit ihr auch weiter natürlich die Benachrichtigung habt, dass wir wieder was gepostet haben. Bis dahin, tschüss.